wenn ich sie sehe, muss ich immer an den Film denken, Eyes Wide Shut, weil Stanley Kubrick Regie geführt hat und für die Zuschauer großartiger Film, Eyes Wide Shut. Wie ist das eigentlich, mit Stanley Kubrick zusammenzuarbeiten und was haben Sie noch in Erinnerung von diesem Mann? Das würde mich jetzt mal interessieren. Habe ich nie gelesen, gehört, jetzt haben Sie die Chance. Das war wohl eine der aufregendsten Arbeiten meines Lebens, weil wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Er war ja sehr deutsch interessiert, weil er eine deutsche Frau gehabt. Und ich hatte vorher gerade Schnitzler gespielt. Und das ist ja ein Schnitzler-Stoff. Die Traumnovelle? Und ich hatte so ein bisschen Schiss vorher, weil er ja Schauspieler teilweise behandelt hat wie Scheiße. Aber er war genial. Es ist einfach, ich kann es nicht anders sagen. Es war einfach, was er gesagt hat, hat einfach gestimmt. Das ist toll. Und es gab eine Szene, die mich sehr beeindruckt hat, weil er wollte, dass ich etwas, ich mache das kurz, er wollte, dass ich so ein bisschen arroganter spiele und ich wollte das nicht machen. Habe ihm das natürlich nicht gesagt und habe mich blöd gestellt und habe immer wieder so gespielt, wie ich es besser fand. Und dann kam er zu mir, hat mich umarmt und gesagt, und du hattest recht. Und das hat mich total berührt, weil ich bin Nummer Null für Stanley Kubrick, oder war, ist er leider tot, dass ein so berühmter Hollywood-Regisseur zu einem grauhaarigen deutschen Schauspieler, dessen Name er noch nie in seinem Leben gehört hat und auch wahrscheinlich nie mehr gehört hätte, fand ich toll. Bin ich total beeindruckt. Ich finde Ihre Antwort finde ich total beeindruckend, weil das habe ich immer interessiert, weil diesen Film finde ich grandios. Also von allem und deswegen super. Jetzt sagt man, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Sie sind 66. Was fängt bei Ihnen an? Eine Gelassenheit? Gar nichts fängt an. Das fängt überhaupt nicht an. Ich würde sagen, was fängt denn an? Gar nichts. Ja, doch, es fängt an, dass die Nächte kürzer werden, weil man so oft raus muss. Nein, es ist 66 Jahre ist scheiße, eigentlich. Okay. Ja, klar, brauchen wir gar nicht. Ich wäre schon gerne 20 Jahre jünger. Ja. Okay. Ja. Aber dabei sagt man doch, dass... man sagt immer, man will so... im Alter die ganzen Kinder, sie haben ja Familie, die halten ja auch einen irgendwie jung, oder sie sagen eher, die halten ja eher alt. Ja, oder? Genau. Die halten jung. Aber da ist so eine gewisse Lebensfreude, dass man sagt, so ein bisschen noch immer dieses Jugendliche versprüht, trotzdem noch. Ja, aber trotzdem, ja, das schon, aber wenn sie 66, wenn sie 40 sind, dann haben sie noch viele Pläne, die sie wahrscheinlich sogar verwirklichen können. Wenn sie dann ein gewisses Alter über 60 haben, denken sie, naja, ich würde gerne noch toll Tennis lernen und Golf lernen und noch einen Doktor machen in Physik. Vergessen Sie es. Das ist irgendwie, Sie wissen, was ich meine? Okay. Perspektiven sind anders. Jetzt fragen sich auch viele Männer, Ihre Frau ist fast 30 Jahre jünger. Was würden Sie denn jedem Mann, der auch älter wird, empfehlen, auch mal so eine 25-jährige jüngere Frau einfach mal das auch mal zu probieren und sich dann sagen, ja, die sind doch alle viel zu jung, die haben doch, da fehlt doch das gewisse Erwachsensein. Was würden Sie dagegen argumentieren? Ich finde das scheißegal. Ich finde, jeder kann machen, was er will. Wir sind jetzt seit 13 Jahren verheiratet. Das ist ein ganz spezieller Fall. Meine Frau, wir passten halt einfach gut zusammen und das hat funktioniert. Ich habe da sehr lange rumgemacht, indem ich mir gedacht habe, das hat nie einen Sinn und das wird nie was und habe viele Nächte mit einer Flasche Rotwein auf dem Sofa verbracht, weil meine Frau natürlich auch Kinder haben wollte. Und ich war mir das eigentlich, habe ich gedacht, das wird nicht funktionieren, das kann nicht funktionieren, ich kann ja rechnen. Aber wenn man halt den richtigen Menschen trifft, dann ist es eigentlich scheißegal, ob er rothaarig ist oder chinesisch ist oder 29 Jahre jünger ist. Wenn es passt, passt's. Und wenn es nicht passt, geht es auch auseinander, wenn man im gleichen Alter ist. Okay. Jetzt habe ich mal so eine Masterfrage gehört, die heißt, hätten Sie eigentlich nochmal Angst, sich zu verlieben im Leben? Angst davor, sich nochmal zu verlieben? Nö. Nein, weil eins, man wird ja, je älter man wird, wird man anspruchsvoller, nicht? Als ich 16 war, habe ich mich in alles verliebt, was längere Haare hatte als die Schulter. Das wird dann immer mehr, dann guckt man auf andere Dinge und wenn man sich dann mit einem Menschen sehr, sehr gut versteht, dann werden andere Dinge immer wichtiger. Und das ist blöd, aber ich schaue oft meine Frau an, wenn sie irgendwas sagt oder tut oder wir ins Kino gehen und dann bringt sie mich zum Lachen und dann denke ich mir, ich könnte mich jetzt eigentlich wieder in sie verlieben, wenn ich sie nicht schon lieben würde. Eine super, super schöne Antwort. Noch eine Frage natürlich. Gibt es da irgendeine Art Kinofilm, wo Sie gerne nochmal bei, oder irgendeinen Film oder einen Regisseur, wo Sie sagen, der ist wow, mit dem würde ich gerne mal nochmal zusammendrehen?
mit meinen 66ern. Ja, da gibt's natürlich viele. Aber einen so an. Ich würde gerne mit Spielberg arbeiten. Es gibt viele Regisseure, mit denen ich gerne arbeiten würde. Die Arbeit mit Bully war wunderbar. Es gibt ganz viele tolle Regisseure. Die Sache ist halt die, dass man mit zunehmendem Alter auch, aber überhaupt als Typ, wie ich das bin, immer wieder in ein Klischee reinrutschen. Und nachdem ich die Nase mit dem Gesicht habe und graue Haare habe und auch noch so groß bin, werden mir immer die gleichen Rollen angeboten. Klar, weil natürlich ein Regisseur sich denkt, ich gehe mal den sicheren Weg. Der strahlt etwas aus, Jaguar, und diese Rolle soll er spielen. Da hat er natürlich nicht Unrecht, weil die Regisseure dürfen nicht zu viel Mut entwickeln, weil sie in Deutschland nicht genügend Zeit haben. In Amerika ist das was anderes. Da haben die Zeit, da können sie mit einem Schauspieler arbeiten und ihn so hinbiegen oder so ihn lassen, bis er diese Rolle erobert hat. Bei uns geht das alles zack, 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 zack. Wir drehen am Tag 5 Minuten, 6 Minuten. Da hast du keine Chance zu beweisen, dass du auch einen Alkoholiker oder einen Drogi oder irgendwas spielen kannst. Was zeichnen heutzutage für Sie einen wirklich guten Schauspieler aus? Es kommen ja so viele nach. Man redet immer vom Nachwuchs, aber was ist die Quintessenz? Was ist der Zauber? Ich habe einen Film gemacht, ich mache es ganz kurz, mit Laurence Olivier und Gregory Peck. Und als sie die Szene gedreht haben, haben alle nur Laurence Olivier angeschaut. Und als der Film ins Kino kam, haben alle nur Gregory Peck angeschaut. Charisma. Vielen lieben Dank für das charmante Interview.